Nichts ist schöner als dieses anfängliche Gefühl, wenn du eine Frau kennengelernt hast und es scheint, als ob sie vielleicht die Richtige sein könnte. Es ist aufregend, es macht Spaß, ihr lacht. Du hast diese Wärme und dieses Gefühl, dass sie neben dir einschlafen kann und du dich wirklich wohl bei ihr fühlst. Und dann passiert etwas, dem du nicht gerechnet hast. Auf einmal meldet sie sich nicht mehr. Sie wird kühl, sie zieht sich zurück und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht und vor allem, was muss ich tun, um sie wieder zurückzuerobern? In diesem Video, mein Lieber, wirst du die eine Nachricht bekommen, mit der du sofort Resultate erzielen wirst, die du ihr schicken kannst, mit der du noch am selben Abend, vielleicht innerhalb schon von ein paar Minuten von ihr eine Antwort bekommen wirst. Warum du diese Nachricht aber nicht einfach so schicken solltest, sondern du unbedingt bis zum Schluss dieses Videos schauen musst, sagen wir dir gleich. Mein Name ist Andy Friday, wieder mit dabei Makako Kim, heute sogar hier bei uns im Büro. Wir werden dir helfen, wie du die Frau eroberst, die du wirklich liebst. Wir sind die Flirt-Coaches für Männer mit Tiefe, für Männer mit Herzen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die uns ein Zuschauer eingeschickt hat. Sie hat geschrieben, dass sie mich vermisst und es war auf jeden Fall schon sehr intim, wie wir miteinander geschrieben haben. Also es war schon fast schon so, dass es Richtung Beziehung geht. Sie hat gesagt, dass wir wirklich zusammengehören, das hat sie noch geschrieben, wirklich süße Sachen. Und ja, also wirklich, also richtig, also jetzt, da bin ich mir sicher, das war wirklich auch ernst gemeint. Und irgendwie jetzt, sie hat gesagt, seitdem sie in Deutschland ist, es geht ja nicht so gut. Ich habe dann auch gedacht, jo, dass wir uns drei gleich treffen. Und dann hat sie gesagt, nee, sie hat keine Lust und sonst was und geht's nicht gut und ich kann mir das auch vorstellen. Es hat ihr gefallen, jetzt ist sie wieder zu Hause, der Schulstress und sonst was beginnt wieder. Aber generell, sie ist jetzt irgendwie total anders, total abweisend. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie da einen Typen kennengelernt oder hat sich jetzt doch überlegt, dass das nicht sowas für sie ist. Und ich frage mich halt, wie kann ich das tun, damit sie wieder Lust auf mich hat? Okay. Als allererstes, mein Lieber, das ist eine Situation, die wir alle mal hatten. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass du eine Frau kennenlernst und danach ist irgendwann der Moment gekommen, dass du keine Ahnung hast, warum sie sich nicht mehr bei dir meldet. Und ist das Gefühl, dass es auf einmal so viel Distanz da ist und sich alles viel kälter anfühlt und diese ganze Wärme, dass diese ganze Schöne ist auf einmal weg. Ganz, ganz erstaunlich, wo ist das hin? Warum ist das passiert? Es gibt dazu drei Dinge zu sagen, auf die wir gleich alle ganz genau einreden möchten. Das allererste ist deine Sicht der Dinge. Ja, da hat dir Makako gleich einiges zu sagen. Und dann haben wir natürlich die zwei konkreten Dinge, die du direkt machen kannst für dein gewünschtes Resultat. Ja, als erstes ist es aber ungemein wichtig, dass wir über deine Sicht der Dinge reden, denn deine Realität schreibt auch zu einem großen Teil deine Geschichte mit. Das heißt, wie du die Situation jetzt wahrnimmst, ist auch gleichzeitig Teil des Resultats, wie das Ergebnis sein wird, was du dann mit ihr nun mal haben wirst. So, die Sicht, die er jetzt gerade auf die Situation hat, ist eine Frage. Er hatte uns eine Frage gerade zugeschickt und es ist, glaube ich, genau diese Frage, oder Makako, die seine Realität schreiben wird. Ja. Aber erstmal, um zwei Elefanten hier im Raum anzusprechen. Punkt Nummer eins, du bist Schwabe, ich höre es raus. Und ich muss es jetzt sagen, sonst habe ich das die ganze Zeit im Hinterkopf am Brennen. Ich muss das, dieses SCH, ich muss es sagen, sonst platze ich. Punkt Nummer zwei, ja, ich habe Panda-Augen, weil ich mit dem Andy jetzt 3 Tage lang auf Motorradtour war. Wunderschöne Sonne, den ganzen Tag unterwegs, stundenlang. Deswegen Panda-Augen. Yes, und ich bin braun wie eine Kokosnuss. Aber es macht ja nichts. Wir sind ja nicht hier, um einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Du hast gewonnen. Nein, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. So, zu dir. Mir fällt sehr, sehr auf, dass sich deine Fragen um sie drehen. Und zwar, was sie machen könnte, was sie denken könnte, wie sie sich fühlen könnte. Und das ist nicht gut für dich. Weil damit geht deine Energie absolut in die falsche Richtung. Und zwar nicht mehr in die Leichtherzigkeit. Und die Leichtherzigkeit, die du vielleicht gehabt hast, als du deine Dame deiner Wahl jetzt kennengelernt hast. Und damit tust du dir nicht gut. Es wäre viel besser, in dieser jetzigen Situation die Zeit zu nutzen, etwas Gutes für dich zu tun. Für deine Freunde, für deine Hobbys. Dort die Energie zu investieren und dir jetzt im Moment einfach zu sagen, okay, ihr geht es vielleicht nicht gut. Wenn sie mit mir reden will, wird sie sich melden. Und dazu aber gleich noch mal ein paar andere Punkte. Perspektive. Du brauchst einen Perspektivenwechsel. Korrekt. Und da sind wir direkt bei dem ersten
Weg, den du hier einschneiden kannst. Es gibt im Grunde zwei Optionen für dich. Die letzte Option, auf die ich gleich kommen werde, ist die Option, wenn du eine reife Partnerschaft und auch eine Reife in deinen interpersonellen Kommunikationen grundsätzlich gerne hättest. Sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Deswegen werde ich diese Option dir gleich nennen. Ich möchte dir zuallererst aber die Basic-Variante schildern. Denn die Basic-Variante ist in der Tat die, die für dich die Baseline sein sollte, wie du grundsätzlich mit dieser Situation jetzt umgehst. Ja? Und das ist mit Leichtigkeit. Wie Makako gerade gesagt hat, das, was am Anfang euch auch zusammengeführt hat, deine Wärme, deine Leichtigkeit, dass du lachen konntest mit ihr, dass es so aufregend war, dass ihr in die Tiefe gehen konntet, alles war viel leicht zugänglicher. Das ist dieselbe Energie, die jetzt gefragt ist, wo es schwierig ist, sie aufrechtzuerhalten. Gerade jetzt, wo du anfängst, an dir selber zu zweifeln, mag sie mich noch? Hat sie jemand anders gefunden? Wie kann ich sie wieder zurückerobern? Das sind alles die falschen Fragen, denn sie bringen dich raus aus der Leichtigkeit, zurück in den Kopf. Und damit bist du in einem Strudel gefangen, der immer weiter nach unten geht, immer weiter nach unten geht. Da können wir alle ein Lied von singen. Wenn das einmal passiert, dann ist es sehr schwer, wieder nach oben zu klettern. Das heißt, jetzt gilt es, dich wieder zu fangen und zu sagen, ist alles entspannt. Ich schreibe jetzt meine Geschichte so, wie ich sie gerne hätte. Und wie ich sie gerne hätte, ist, dass es alles in Ordnung ist zwischen uns beiden. Auch wenn sie sich gerade komisch verhält, das hat einfach nichts mit mir zu tun. Ich ignoriere das. Ich verhalte mich weiterhin so, wie ich als Mann gerne sein möchte. Das ist meine Vision von mir selber. Und ich als Mann, das solltest du für dich selber auch klar definieren, ich als Mann möchte mit Frauen, mit anderen Menschen jederzeit so umgehen, als wäre für mich die Welt ein schöner Ort. Das heißt, ich gehe mit offenen Armen auf sie zu, ich bin interessiert, ich habe keine Angst, dass sie mir einen Korb geben, mich verletzen, mich zurückweisen, weil das in meiner Realität, in meiner Wunschvorstellung einfach nicht normal wäre. Ja, wenn so etwas passiert, dann würde es mich sehr verwirren, dann wäre es interessant, aber einfach nicht normal. So, das heißt, das Normale ist, dass Menschen dich mögen, auf dich stehen, an dir interessiert sind. Und das gilt es jetzt aufrechtzuerhalten. Dieser Glaubenssatz, diese Perspektive, die du am Anfang hattest. Das heißt, konkret, verhalte dich genauso mit ihr, wie du es sonst tun würdest. Schick ihr lustige Sachen, frag ihr, wie es ihr geht. Wenn sie nicht antwortet, dann zuckst du mit den Achseln, wortwörtlich, Profi-Tipp, ja, zuck mit den Achseln, denn dann schüttet unser Körper diese Egalhaltungsgefühle aus. Ja? Wir machen das ja nicht einfach nur, wenn uns Sachen egal sind, sondern auch wenn wir das machen, denkt unser Körper und unser Kopf, interessant, anscheinend ist es doch viel leichtherziger, als wir gerade denken. Punkt Nummer zwei ist, dass du dann, wenn sie nicht antwortet, dass das dann okay ist. Ja? Dass du dir dann einfach keine Sorgen machst, sondern dich weiterhin mit anderen Leuten triffst. Gerade in dieser Situation, da du ja geschrieben hast, dass du mit ihr eine Freundschaft mit was Friends with Benefits oder eine angehende Affäre hattest. Also dass herzlichen Glückwunsch erstmal. Ist schön, allerdings, dass du dich jetzt verrückt machst. Kein herzlichen Glückwunsch. Also, wie kommen wir da wieder raus? Ist, dass du jetzt wieder datest. Dass du andere Frauen kennenlernst, genauso wie du es wahrscheinlich davor gemacht hast. Dass du dich jetzt nicht in die Abhängigkeit mit ihr begibst, ist einfach kritisch. Habe ich hier das? Nee. Klimaanlage ist aus. Gut, wollte ich nur wissen. Sonst wird nachher unser Cutter mich anschwärzen, weil dann hört man hier ganz komische Geräusche. Schön. So, triff dich mit anderen Frauen, hab Spaß, genieße dein Leben. Und das wird auch genau der Modus sein, der sie wieder in deinen Bann, in Anführungsstrichen, zieht. Ja? Es ist dieser unabhängige Freigeist, der es lieb mit Frauen und vor allem dann auch mit ihr meint, welchen sie anziehend findet. So, das ist eine grundsätzliche Lebensstrategie. So, natürlich, wenn du in einer monogamen Beziehung bist, heißt es nicht, dass du da mit anderen Frauen schlafen musst, aber in der Tat das ständige Flirten mit deinen Freunden, mit Menschen, die du gerade in deinem Alltag triffst, sollte Standard für dich sein. Flirten ist eine Lebensphilosophie. Das ist die Leichtigkeit, das ist die Kommunikation, das Spiel der Geschlechter, das sollte dir als deine zweite oder deine erste Sprache eigentlich
ständig zur Verfügung stehen. Und wenn du es noch nicht gelernt hast, dann lerne natürlich das Flirten, ja, ganz wichtig. Wenn du nicht flirten kannst, dann fällt dir diese Sprache schwer und dann fällt es dir gerade jetzt, wenn eine Frau das Interesse verliert, auch ungemein schwer, A, andere Frauen kennenzulernen, weil du bist einfach nicht in dieser leichtherzigen Flirtstimmung, und B, sie wieder zurückzuholen, weil du nicht mit ihr dieselbe leichtherzige Stimmung erzeugen kannst. Das ist aber wichtig, dass wir das können, dass wir da einen freien Zugang dazu haben, dass wir wieder in diese Flirtlaune kommen können. Okay? Wenn du wissen willst, wie du in diese Flirtlaune kommst, dann hier www.interessewecken.de, komm zu uns, zu den Flirt-Spezialisten, schau dir das Video auf der Seite an, dann wirst du schlauer und wirst genau wissen, wie du mit Frauen flirten solltest. Absolut. Flirten ist Lebensfreude und Flirten ist unsere Kommunikationskunstform, wo wir aus einem flüchtigen Moment einen erinnerungswürdigen Augenblick erschaffen. Voll. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, die du jetzt sofort machen kannst, wie du sofort, vielleicht schreibt sie dir innerhalb von einer Minute zurück, vielleicht innerhalb von einer halben Stunde oder am selben Abend noch, wie du sofort Resultate erzielen kannst. Und das ist folgende Nachricht. Es ist die Nachricht der furchtlosen Ehrlichkeit. Was ist furchtlose Ehrlichkeit in diesem Kontext? Es bedeutet, dass du, wie ich dir schon millionenmal gesagt habe und ich auch gerne es nochmal sage in diesen Videos, es ist, dass du unabhängig und wertschätzend bist. Unabhängigkeit und Verehrung. Das ist die Liebe, die von einem freien Mann kommen kann. Von keinem Mann, der abhängig hinterherrennt, kann diese Art von Liebe kommen. Das heißt, was ich jetzt gleich sagen werde, wird nur dann funktionieren, wenn du das auch so fühlst, wie ich es sage. Darum, haben wir gesagt, kommt der Schritt 1, Leichtigkeit, flirten. So, wenn du in dieser Leichtigkeit drin bist, dann sag ihr so etwas wie folgendes. Kannst du ihr als Sprachnachricht schicken. Du, ich habe gerade gemerkt, dass irgendwie du dich ein bisschen distanzierter verhältst, als noch bevor du in Urlaub gefahren bist. Finde ich ein bisschen komisch. Also von meiner Seite aus ist eigentlich noch alles genauso wie davor. Ich habe mega Lust, dich zu treffen. Aber wenn du das nicht möchtest, wenn sich für dich irgendwas verändert haben sollte, das weiß ich ja nicht, dann ist das völlig okay. Ja, dann ist das deine Entscheidung, ist alles okay für mich. Ich möchte nur, dass du weißt, hier Klarheit, dass ich dich nach wie vor mag, ich dich sehr, sehr gerne sehen wollen würde. Aber wenn du das nicht willst, ist das völlig in Ordnung. Ich werde dich auch jetzt nicht mehr nerven, weil es scheint, du möchtest deine Ruhe haben, möchtest deinen Abstand haben. Völlig in Ordnung für mich. Passt. Mach dein Ding. Und wenn du möchtest, dann melde dich bei mir. Ich würde dich sehr gerne sehen. Ja? Aber wenn du das nicht möchtest, ich werde mich nicht mehr bei dir melden. Ja, weil ich werde dir nicht hinterherrennen. Ich glaube, das verstehst du sicher. Klick. Das war's. Damit sagst du ihr, was du wirklich willst, ohne Druck zu machen. Und du hast in dir diese sehr spürbare Unabhängigkeit, dass sie genau weiß, Mann, also wenn es einen Mann gibt, der so attraktiv ist, aber mich nicht in eine Ecke zwängen will, dann ihn. Dann ist es er, dieser Mann. Und dann kann es sein, dass sie noch am selben Tag dir zurückschreibt, vielleicht nach ein paar Tagen. Oder wie bei vielen unserer Teilnehmern im Coaching, die das dann genau diese Sprachnachricht abschicken, nachdem ich ihnen sage, mach das in dieser Situation, wir analysieren deine Chats. Und dann schickst du diese Sprachnachricht ab. Und dann meldet sie sich manchmal nach mehreren Wochen in der Tat. Und in solchen Fällen ist dann natürlich der Wow-Effekt bei den Teilnehmern riesig, weil sie sagen, guck mal, es hat echt funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert, sondern du hast funktioniert. Du als Mann hast diese Unabhängigkeit gespürt, du warst imstande loszulassen, in voller Liebe und Hingabe, trotzdem deine Zuneigung zu zeigen. Du hast nicht irgendwelche komischen Spiele gespielt, wo du dir jetzt auch die kalte Schulter gezeigt hast und dich irgendwie hast rar machen wollen. Nein, du hast deine Zuneigung gezeigt, aber hast dabei auch Unabhängigkeit bewiesen. Und das ist das, was erwachsene Menschen wollen. Und wo jede Frau direkt spürt, dieser Mann ist anders. Ja? Und damit brauchst du keinerlei Tricks, damit brauchst du keinerlei weiteren Knöpfe versuchen zu drücken bei ihr, sie zurückzuerobern. Das ist ja das Schöne. Du darfst 100% authentisch das sagen, was du wirklich fühlst. Und das ist das große Ganze. Im großen Ganzen bist du nicht nur in sie verschossen. Im großen Ganzen weißt du auch, dass du sie nicht brauchst, dass du nicht auf sie angewiesen bist, dass du auch überleben wirst ohne sie. Und deswegen ist das Teil des großen Ganzen. Das dürfen wir mit aussprechen. Es ist völlig okay,
wieder zurück zur Sprachnachricht. Ist völlig okay, wenn du dich nicht mehr bei mir melden willst. Wenn du jetzt jemand anders kennengelernt hast, dann wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich will, dass du glücklich bist. Das ist ernst gemeint und das darf sie spüren. Du bist völlig imstande, loszulassen. Und im gleichen Atemzug sagst du, wenn das allerdings ein Missverständnis ist, dann hey, jetzt liegt der Ball auf deiner Seite, melde dich bei mir, würde mich ungemein freuen. Und wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Damit hast du alles gemacht, was man tun muss. Zu deinen Bedürfnissen stehen und sie einladen. Genau. Wir haben noch eine zweite Sprachnachricht bekommen von einem unserer Zuschauer, der seine Sprachnachricht uns per Instagram zugeschickt hat. Hier findest du den Instagram-Handle andy_friday. Schick uns dort deine Sprachnachricht zu, damit wir sie hier in der Show auch beantworten können. Eine Sprachnachricht, keine zwei, keine drei, keine vier. Lass es innerhalb dieser 60 Sekunden und dann können wir dir ebenfalls helfen. Was sagt der zweite junge Mann? Hallo Andy und Mokako. Kurze Frage, mögen Frauen die Männer, die nicht so schlau sind oder nicht so gut lesen können? Das ist meine Frage von mir aus. Ja. Aber ihr seid ein gutes Team, muss ich sagen. Ich verfolge eure Videos auf YouTube. Ihr seid echt cool. Coole Jungs. Ja, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Dieser Mann hat uns gerade ein schönes Kompliment gegeben und das freut mich, mein Lieber. Allerdings solltest du dir selber auch ein richtig schönes Kompliment geben. Denn du hast offensichtlich eine Gebermentalität. Du willst, dass es anderen gut geht. Das ist sehr toll. Das applaudiere ich stark. Damit wirst du auch Frauen sehr, sehr glücklich machen. Allerdings nur, wenn du auch dich selber beschenken kannst. Wenn du auch gut zu dir selber sein kannst. Allein an der kurzen Sprachnachricht weiß ich, dass du sehr hart mit dir selber ins Gericht gehst. Du sagtest, mögen Frauen auch jemand, der nicht so schlau ist. Also jemand, der nicht gut lesen oder schreiben kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wenn du eine Lese-Rechtschreibschwäche hast, was sehr viele intelligente Menschen haben, dann ist das kein Todesstoß, kein Beweis dafür, dass du nicht schlau bist. Also nenn dich nicht so. Bezeichne dich nicht als dumm oder nicht schlau, nur weil du eine Lese-Rechtschreibschwäche hast. Das haben Menschen, die noch sehr viel in der Welt Gutes getan haben. Also das ist echt das Wichtigste, wie du mit dir selber redest. Du hast uns tolle Komplimente gegeben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei deiner Sprachnachricht. Du kannst auch Frauen sehr, sehr glücklich machen. Aber du brauchst diese Selbstliebe. Zieh dich nicht selber so runter. Das ist echt kritisch. Da können wir manchmal alle ein Lied von singen, wie es ist, dass wir mit uns selber am härtesten ins Gericht gehen und mit anderen Menschen viel gnädiger ins Gericht gehen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, verzeih dir deine kleinen, wenn man es überhaupt so sagen darf, deine kleinen Fehler, die du hast. Die haben wir alle. Und wir alle zweifeln an unseren Fehler und hoffen, dass man sie akzeptiert. Aber als erstes darfst du sie selber akzeptieren, so wie die sind. So wie wir das auch. So wie sie wirklich sind allerdings. Ne? Nicht, deswegen sage ich, das große Ganze, so wie es wirklich ist, das ist jetzt nur, weil du Schwierigkeiten hast mit Lesen und Schreiben, heißt das überhaupt nichts mit deinen allen anderen Fähigkeiten oder mit deiner allgemeinen Intelligenz. Ja? Gerade wenn du uns das so eloquent hier zugeschickt hast, kann ich jetzt schon sagen, dass du kein Dummerchen bist. Ja? So, du darfst an dich glauben. Ich habe dich aber auch unterbrochen, glaube ich. Nee, alles ist gesagt. Zweifle nicht an dir selbst, akzeptiere deine Fehler, sieh sie, wie sie sind und Menschen werden dich so akzeptieren, wie du bist, wenn du es auch tust. Punkt. Das ist so interessant, weil diese Sprachnachricht, wenn du gerade das Video schaust, mein Lieber, und du hast dich gerade nicht wiedererkannt in dieser Sprachnachricht, also wer auch immer du gerade bist, der gerade zuschaut, wenn du dich nicht wiedererkannt hast, dann hast du nicht etwas erkannt, was in uns allen, mir, Makako, jedem von uns manchmal drin ist. Und das ist Selbstzweifel. Und es ist völlig normal. Wenn du erkannt hast, dass das dann auch bei Frauen normal ist, dann kannst du anfangen, sie auch auf Augenhöhe zu begegnen. Dann kannst du ihr diese freie Zuneigung zeigen, weil du hast keine Angst, sie zu verlieren. Denn jeder Mensch hat irgendeine Angst, andere zu verlieren, Nähe zu verlieren, keine Zuneigung zu bekommen. Das heißt, wenn du dieser Angst ins Gesicht schauen kannst, dieser Angst, einen Korb zu bekommen oder dass du dich nicht traust, sie aufs nächste Level mit dir mitzubringen, ja, weil du auf dem Date dich nicht getraut hast, sie zu küssen oder sie zu fragen, ob du mit ihr auf ein Date gehen kannst.
dann ist diese Angst nichts weiter als eine Illusion, dass es ihr nicht anders gehen würde als dir. Sie hat auch Ängste. Ihre Ängste sind vielleicht sogar identisch wie deine. Oft hatten wir diesen Fall. Ja, bei diesem jungen Herrn hatten wir genau dasselbe der Fall. Dieser Mann hatte ebenfalls Angst, dass diese Frau ihn nicht mochte. Und nachdem er im Coaching dann ganz viel erzählt hat und wir die beiden dann zueinander gestupst haben, natürlich haben wir ihn gestupst, wieder auf sie zuzugehen, hat er herausgefunden, dass sie schon die ganze Zeit in ihn verliebt war. Und jetzt erwarten sie, ich glaube schon ihr zweites Baby, bin mir nicht sicher. Die haben jetzt schon ein Kind zusammen, so ich glaube, die erwarten gerade das zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Das kannst du auch erleben. Natürlich ist das eine sehr schöne Geschichte und wird das jetzt bei ihr genauso der Fall sein? Ich weiß es nicht, ob die Frau, die du magst, ebenfalls nicht verliebt ist. Aber eins ist sicher, sie hat auch Ängste. Und diese Essenz an uns allen Menschen zu erkennen, dass wir Ängste haben, das kann sehr befreiend sein. Weil wenn du diese Ängste bei ihr einmal beobachtest, so mach das einmal. Wenn du dich mal an irgendeine Bahnhofsbank setzt und mal den Leuten zuschaust, die da ein- und aussteigen oder dort auch sitzen und einfach mal versuchst, dich in sie hineinzufühlen, was denen so durch den Kopf geht, dann wird dir irgendwann mal auffallen, dass wir alle irgendwie Stress haben, dass wir alle nicht so glücklich sind, wie wir eigentlich sein könnten, dass uns irgendwas davor zurückhält, vor was auch immer uns wirklich glücklich machen würde. Und damit wirst du Stückchen für Stückchen diese Empathie für andere nicht nur dafür nutzen können, dass du andere besser verstehst, sondern dass es dir auch deine Angst nimmt. Denn die Angst ist nichts weiter als die Illusion, dass es ihr anders gehen würde als dir. Trau dich, du darfst. Und wenn es nicht klappt, dann liegt das vielleicht einfach tatsächlich an Ängsten, die sie hat und nicht du. Du hast deinen Job getan als Mann. Du hast flirten gelernt, damit du weißt, was du sagen kannst, damit du etwas in der Hintertasche hast, damit du immer weißt, wie du souverän, flirty, spaßig, humorvoll auf Frauen zugehen kannst. Damit ist dein erster Job getan. Zweiter Job, du gehst auf sie zu und du präsentierst diese Liebe für die Menschheit, diese Liebe für den Spaß, die Liebe für den Flirt. Und das wird bei ihr eine Entscheidung hervorrufen, ob sie jetzt gerade dazu bereit ist, mit dir weiterzugehen oder nicht. Das ist dann allerdings ihre Entscheidung, nicht mehr deine. Dein Job ist damit getan und dann kannst du verdammt nochmal stolz auf dich sein. Wer traut sich sowas schon heutzutage? Wer traut sich schon, auf eine Frau zuzugehen und zu zeigen, dass er Interesse hat? Ohne etwas zurückzuverlangen, ohne etwas zu wollen. Ihr die Möglichkeit zu geben, zu sagen, nee, danke. Ja, diese Unabhängigkeit von Anfang an zu zeigen, das traut sich fast keiner. Und das sind die Unterschiede, die dann eine Frau dann dazu bringen, im Positiven von dir zu erzählen, wenn sie nachher zu ihren Freundinnen geht oder ihrer Familie und dann davon von dieser Begegnung erzählt, wie sie diesen einen Mann gerade auf der Straße kennengelernt hat. Und er hat dir so ein charmantes Kompliment gegeben und dann hat er gesagt, du, das wollte ich dir nur sagen, ich werde jetzt auch wieder weitergehen, aber echt. Wundervolle Ausstrahlung. So, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Diese Begegnung, die wird ihr vielleicht sogar die nächste Woche oder den ganzen nächsten Monat, vielleicht sogar für den Rest ihres Lebens in Erinnerung bleiben. Und das ist wunderschön, denn du brauchst nicht bei jeder einzelnen Frau ein Ergebnis erzielen. Es ist diese Gewohnheit, wir haben am Anfang davon geredet, die Gewohnheit, in den Flirt zu kommen, jeden Tag zu flirten, jeden Tag in dieser gebenden Haltung zu sein, die dich zu dem Mann unweigerlich macht, der von Frauen gewollt und geliebt wird. Wenn du das machen kannst bei dieser Frau oder bei einem Pärchen, das du siehst, ein wunderschönes Kompliment geben, wie toll die zusammen aussehen, oder einer älteren Frau, Rentnerin, völlig egal, du beweist dir damit immer wieder, wenn du das tust, wie viel du zu geben hast, ohne etwas zurückzuverlangen. Und es wird dir die Ängste vor den Frauen, die du wirklich willst, ebenfalls Stück für Stück nehmen. Ja, es hat sich angehört, als ob du gleich noch irgendwas sagen wolltest. Nein, ich bin wunschlos glücklich. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Meine Lieben, wenn wir uns nächste Woche nicht sehen, dann, weil du vergessen hast, das Video
hier zu abonnieren, den Kanal zu abonnieren. Also klick doch einfach mal hier auf den Abonnieren-Button, klick dann auf die Glocke. Wenn du das nicht machst, ist das auch völlig okay. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Was habe ich gerade gemacht? Was war das, was ich jetzt gerade gemacht habe? Es war mein Wunsch plus Unabhängigkeit. Das, meine Lieben, ist die gewinnbringende Kombination. Sag, was du möchtest und sag danach, wenn du das nicht willst, ist das völlig okay. Gib den anderen den Raum, den sie brauchen, um selber zu entscheiden. Etwas anderes machen wir im Coaching auch nicht. Deswegen haben wir solche tollen Erfolge von unseren Teilnehmern, die wir dir immer wieder berichten können. Ich wünsche dir alles Liebe. Geh auf www.interessewecken.de. Hier findest du das Video. Makako und ich sagen für heute ciao, bis zur nächsten Woche.